Ja, Leute, heute mal ein nachkommentiertes Video, in dem ich mal über ein paar Sachen reden wollte. Also auf jeden Fall Arma 3 wollte ich auf meinen Kanal bringen, weil ich habe mir das Spiel jetzt so vor ein paar Tagen angeguckt. Also das ist ja jetzt, glaube ich, erst vor kurzem bei Steam erschienen. Habe ich mir das erstmal angeguckt und habe mir gedacht, ja, das Spiel ist schon nicht schlecht. Ja, dann habe ich auch gesehen, dass das nicht so viele Leute auf YouTube bringen. Ich weiß nicht warum. Ob man das irgendwie noch nicht darf oder so, weil das Spiel noch in der Alpha ist, keine Ahnung. Werde ich auf jeden Fall mal gucken. Wenn man das wirklich aufnehmen darf, dann werde ich auf jeden Fall Arma 3 hier auf meinem Kanal bringen. Also das steht fest. Wobei ich sagen muss, ich habe es noch nicht gekauft jetzt. Ich bin nämlich noch mir nicht ganz sicher, ob ich es wirklich kaufen soll. Also ich bin ja eher so für so Action-Shooter und so. Also Battlefield 3 und so sowas halt. Und na gut, Arma 3 ist ja natürlich was ganz anderes. Und muss ich mir noch überlegen. Ich denke mal, ich werde dann mich morgen entscheiden, ob ich es kaufe oder nicht. Also wahrscheinlich heute vor euch dann. Und ja, dann mal gucken. Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall auch über Vorschläge freuen, was ich auf meinem Kanal noch so bringen könnte. Also neben Arma 3 zum Beispiel. Ob ich vielleicht DayZ Standalone später bringen soll. Also GTA 5 werde ich ja auf jeden Fall bringen. Also ein Let's Play davon, das steht schon mal fest. Ja, es kommen ja eigentlich ziemlich viele geile Spiele jetzt raus dieses Jahr. Unter anderem Watch Dogs, The Last of Us und solche Sachen halt. Wobei ich gesehen habe, dass The Last of Us nicht für PC erscheint, was ich ein bisschen schade finde, weil das ist eines der wenigen Spiele, das mich wirklich mal wieder interessiert, so in letzter Zeit. Aber naja, kann man nichts machen. So, mal gucken, wie lange ich hier überhaupt schon rede. 2 Minuten und 40 Sekunden, okay. Ja, das Gameplay, was im Hintergrund läuft, ist übrigens eine Runde Squad Rush, glaube ich. Ja, nur eine Funkstation, also Squad Rush. Habe ich jetzt einfach mal genommen, weil ich im Moment nicht so viel Bock habe zu zocken, also generell nicht. Battlefield 3 habe ich jetzt mal kurz wieder gespielt, aber macht irgendwie keinen Spaß mehr. Liegt vielleicht auch daran, dass ich es schon über 700 Stunden gespielt habe. Aber naja, auf jeden Fall die Runde war jetzt nicht so schlecht. Mein Squad hat zwar verloren, aber tja, wie gesagt, was soll man machen? Ich habe kaum Gameplays. Ich habe eigentlich ziemlich viel Videomaterial von Counter-Strike Global Offensive aufgenommen, wobei ich gucken muss, ob ich das wirklich verwende, weil das kann man eigentlich gar nicht verwenden, sag ich mal. Ich habe 1 Stunde Videomaterial aufgenommen, aber ich bin einfach noch so schlecht in dem Spiel, das will ich einfach nicht zeigen, ganz ehrlich. Also, das will ich euch einfach nicht zumuten. Und ich denke mal, das ist auch ziemlich langweilig für euch, wenn ich die ganze Zeit verrecke. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Auch wenn ich dann vielleicht nur in, sagen wir mal, 10 Minuten oder so 2 Kills oder so mache. Also da, bei Counter-Strike bin ich wirklich verdammt schlecht. Weil die Lernkurve auch ziemlich hoch ist, wenn man da jetzt so Neuling ist. Aber na gut, so ist das halt bei Counter-Strike. Bei Battlefield 3 oder Call of Duty findet man sich schneller zurecht. Weil die Spiele sind ja auch noob-freundlicher. Ja, ich will jetzt keinen Flame War oder sowas hier starten, aber jeder normale Mensch weiß, denke ich mal, dass man Battlefield und COD nicht mit Counter-Strike vergleichen kann. Also skillmäßig kann man das wirklich überhaupt nicht vergleichen, meiner Meinung nach. So, und da ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, was ich sagen soll, also mir gehen hier wirklich die Themen aus, verabschiede ich mich mal. Ja, ich lasse euch mit dem Gameplay einfach alleine und ich denke mal, nächste Woche werden dann auch noch 2 oder vielleicht sogar 3 Videos kommen. Könnt ihr mal gespannt sein. Vielleicht von Arma 3. Werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall würde ich dann mal sagen, bis zum nächsten Video.